Hallo Leute, heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers Robots in Disguise, One Step Hyper Change Warrior, Grimlock. Ja, die Figur, muss ich sagen, hat's echt in sich. Sie gefällt mir wirklich gut. Sie ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sie hat's echt in sich. Die Figur selbst ist riesig, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Vergleich die Deluxe-Figur nehme, guckt euch mal diesen riesen Größenunterschied an. Junge, Junge, Junge. Krass. Also wirklich mega, mega krass. Die Figur ist riesig. Lasst sie mal fast 30 cm sein. Ja, einfach bombastisch. Sie ist von der Färbung her ein bisschen anders wie die Figur bei der Deluxe-Line. Man sieht es, die Schultern haben andere Färbungen. Der Brustkorb ist so ziemlich gleich, auch wenn hier der Brustkorb massiver ist und hier ein Stück fehlt. Das Gesicht selbst bei der Deluxe-Figur sieht so aus und ist eigentlich mit der... beide Versionen sind gleich. Muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass bei der Deluxe-Figur der Schädel ein wenig ein größeres Kinn hat. Die Arme sind natürlich auch ein bisschen anders. Wir sehen hier, haben wir richtig bei der Deluxe-Figur schwarze Hände. Hier sind die Hände jetzt in dem Fuß mit drin. Das heißt, sie sind hier unten quasi mit verarbeitet. Finde ich jetzt gar nicht so toll. Schöner wäre es gewesen, hätte man hier das vielleicht rausziehen können oder so. Das hätte man jedenfalls locker mit einarbeiten können. Das ist das, was mich ein bisschen an der Figur stört. Natürlich hat diese Figur auch keine Waffe, was ich ein bisschen schade finde, denn eine Waffe hätte der Figur echt mal besseres Flair gegeben. Ansonsten haben wir hier bei dieser Figur den Dino-Schwanz hinten dran. Den kann man dran klippen, muss man nicht. Den kann man auch einfach abnehmen. Von der Verpackung her wird er allerdings empfohlen, dass er so unten angebracht wird. So. Die Deluxe-Figur packen wir mal wieder weg. Wir gucken uns natürlich jetzt die Figur einmal in der Verpackung an. Wir haben einmal hier den Grimlock natürlich auch wieder schön in dieser großen Box. Auch hier wirklich zum Anfassen, das heißt keine Blister davor. Finde ich auch sehr schön. Hier unten haben wir den Dino-Schwanz nochmal einzeln. Die Verwandlung ist sehr einfach gehalten, hat auch ein kleines Automorph-Feature wieder. Und ja, an der Seite sehen wir den Grimlock komplett im Dino-Modus. Finde ich auch richtig geil. Vor allem, dass er mal im Dino-Modus gezeigt wird und nicht im Roboter-Modus. Hat echt was. Hier sehen wir nochmal ihn auch im Dino-Modus. Ich finde es so ein bisschen komisch. In der Serie selbst hat man gesehen, er hat ein Decepticon-Logo. Hier hat er ein Autobot-Logo, was natürlich hier eigentlich korrekter ist, trotzdem gerne mal abgeändert wird. Ansonsten sehen wir hinten jetzt ganz groß Grimlock im Dino-Modus, im Roboter-Modus und wie man ihn verwandelt. Die Verwandlung ist ziemlich schlicht gehalten, aber macht ordentlich was her. Ansonsten haben wir hier unten natürlich auch wieder die Hinweise wie immer auf die App. Und hier unten sehen wir Grimlock und mit scheinbar keiner Waffe mit dabei, ist einfach nur ein Strich durch. Ich glaube nicht, dass es Katana darstellen soll. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, ihm wie gesagt Waffen in die Hand zu geben. Das ist ein ganz normaler 7mm Slot, das heißt hier passen alle gängigen Waffen der Deluxe-Figuren rein. Und dadurch ist es natürlich auch möglich, ihm andere Waffen dann natürlich zu geben. Ja, die Verpackung machen wir jetzt mal weg und jetzt kommen wir doch einfach mal zu der Verwandlung. Oder nein, besser gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal die Figur natürlich ein bisschen näher an. So, wie ich schon sagte, der Kopf ist ziemlich cool gestaltet. Er hat blaue Augen, ein bronzenes Gesicht. Der Mund ist ausgearbeitet. Den Kopf, der lässt sich leider nicht drehen, er ist fest. Wir sehen hier groß vorne das scannbare Autobot-Symbol. Hier vorne der Brustkorb ist hohl. Hat was mit der Transformation zu tun, auch wenn ich das eigentlich sogar besser finde als bei der Deluxe-Figur. Die Hüfte ist starr, das heißt, wir haben kein Hüftgelenk, auch kein Kniegelenk. Der Kiefer, das heißt der Oberkiefer bzw. der obere Kopf vom Grimlock ist seitlich am Fuß fest. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, fast wie so eine Bärenfalle, die er am Fuß hat. Und ansonsten sehen wir hier die Hände und den Unterkiefer. Die sind am Fuß mit dran, aber ich finde, es ist gar nicht so schlecht. Es könnte schlimmer sein.
Ansonsten, die Beine sind komplett so fertig verwandelt, man kann hier nichts mehr rausklappen, ist alles fest. Finde ich hier ein bisschen schade, hier fehlt ein bisschen Farbe, da gehen die Füße so ein bisschen unter. Ansonsten, die Arme sind einfach nur in einheitlichen Farbe grün, oben ein ganz klein wenig schwarz. Hier hätte zum Beispiel auch ein bisschen Gold der Figur echt gut getan, zum Beispiel wie im Gesicht. Der Rücken ist hohl, aber auf eine sehr interessante Art und Weise. Das heißt, er ist verschlossen, auch hier innen drin. Sieht aber fast aus wie so ein Stegadon. Auf jeden Fall sehr lustig, also ein Stegosaurus. Und wie gesagt, den Schwanz, den können wir abnehmen, wenn wir wollen. Den müssen wir natürlich nicht da dran lassen. So. Lässt sich auf zwei Arten Weisen festmachen, nämlich einmal hier unten mit diesem Pin. Der wird hier unten drunter befestigt. Und hier oben ist ein zweiter Pin, der wird dort quasi einfach reingedrückt. Das heißt, ihr drückt den Schwanz einmal hier unten dran und befestigt ihn dann, indem ihr den hier vorne dran drückt. Ihr müsst ihn nicht im Robotermodus dran befestigen, ist aber trotzdem ganz schick, dass man ihn dadurch verstauen kann. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist, wie ich schon erwähnt habe, sehr simpel. Ihr müsst nicht viel machen. Ihr dreht einmal die Beine des Dinos nach vorne, beziehungsweise die Arme des Roboters. Was ich auch vor allem sehr interessant finde, ist hier dieses Sechseck. Das könnte theoretisch eine Laserwaffe sein, wenn man es bemalt. Auf jeden Fall sehr interessant. Man sieht es hier, als wenn es da wie so eine Laserwaffe wäre, wenn man es bemalt. So, anschließend, ganz simpel, ihr dreht die Arme nach außen, die Beine nach außen. Dreht jetzt hier die Beine einmal unten herum. So, dass die Teile sich quasi gegenüberstehen. Anschließend dreht ihr hier, nicht wie bei Bumblebee ziehen, sondern ihr dreht einfach nur den Körper. Er lässt sich nur in eine Richtung drehen. So. Nicht mehr, denn hier ist ein Automorph-Feature im Kopf mit drin. Das heißt, wenn ihr es dreht, geht der Kopf einmal rein und die Schultern drehen sich nach innen. So, anschließend dreht ihr hier einmal dieses komplette Teil durch die Beine nach vorne. Haltet es am besten erstmal ein bisschen fest, weil es rastet nicht ein. Dann dreht ihr dieses Teil nach oben. Jetzt könnt ihr es beides miteinander verbinden, bis es einrastet. Jetzt dreht ihr den Unterkiefer nach vorne und den Oberkiefer nach vorne. Lasst es miteinander einrasten. Dreht die Hände nach vorne. Nimmt jetzt den Schwanz des T-Rex und macht ihn seitlich fest. Ich finde es ein bisschen schade. Es sieht irgendwie so, ja, merkwürdig aus, weil hier halt diese scharfe Kante ist. Aber gut, ist halt nur mal so. Man könnte sich vorstellen, als wenn hier ein Gelenk drin wäre, wo man es nur hin und her swiveln kann. Ansonsten, reicht es. Die Figur, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, erinnert mich sehr stark an Godzilla. Ohne Flachs, es ist wirklich so wie ein Riesen-Godzilla. Alleine schon mit diesen ganzen Rückenflossen, auf jeden Fall sehr cool. Und auch der Schädel hier unten erinnert mich sehr stark an Godzilla von der Art. Und ja, mir gefällt die Figur sehr. Wir können ja einfach mal zum größten Vergleich jetzt nochmal den Deluxe Grimlock daneben stellen. Ihr seht selbst, im T-Rex-Modus wirklich riesig. Und es zeigt quasi, wie Grimlock in der Serie ist. Das heißt, der Robotermodus ist dann auch ein bisschen kleiner wie der T-Rex. Und so passt es. Gefällt mir absolut super. Wir können ja nochmal zum Vergleich andere Figuren daneben stellen. Einmal Strong Arm Deluxe aus der ebenso Robots in Disguise Line. Oder wir können ja einfach mal den Cybertron, Fall of Cybertron Grimlock daneben stellen. Das heißt, ihr seht selbst, es ist wirklich, es ist annähernd Voyager-Größe. Oder besagt, es ist Voyager-Größe. Und ja, gefällt mir sehr. Es macht echt was her. Und auch im Dino-Modus sind die Golddetails wirklich schick gemacht. Es ist wie eine Krone. Er hat blaue, leuchtende Augen quasi. Keine Lightpipe-Funktion, sondern es ist ein sehr, sehr helles Blau genommen worden. Mit Silber für den Kiefer.
Und auch so gut, die Beine sind jetzt hier silber anstatt schwarz, das heißt, sie fallen schon auf. Aber eine hammergeile Figur, sehr massiv und ganz ehrlich, ich denke mal, die kann man gegen die Wand werfen, sollte man natürlich nicht tun, aber dann wird sie selbst nicht kaputt gehen, höchst der Schwanz sich lösen. Sie ist wirklich massiv und vom Plastik her ist sie echt das Geld wert, alleine von der Masse her, die hier wirklich drin ist. Sie ist extrem schwer, wiegt fast so viel wie ein, ja, wie eine 1 Liter Cola-Flasche, also wirklich richtig schwer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Dino-Modus hat die Figur von mir volle 10 von 10 Punkten verdient. Im Roboter-Modus 9 von 10, da mir die Beine unten und die Hände so nicht ganz so sehr gefallen. Das heißt, hätte man hier unten die Fäuste vielleicht noch rausklappbar gelassen oder den Kopf in den Füßen vielleicht ein bisschen besser verstauen können als so, dann wäre es ein bisschen schöner gewesen. An sich absolut eine Kaufempfehlung von mir. Holt euch die Figur, wenn ihr könnt. Die Figuren kosten zwischen 22 und 25 Euro so in etwa. Kommt natürlich auf den Laden drauf an. Ich habe auch schon Läden gesehen, die nehmen teilweise bis zu 30 Euro für die Figur. Holt sie euch, schlagt zu. Die Figur echt absolut eine Erweiterung für jede Sammlung. Und ich hoffe, das Review hat euch heute wieder so ein wenig gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal, hoffentlich wieder. Hinterlasst mir ein Abo, ich würde mich natürlich tierisch freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rex4Gaming.